Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Heute gibt es einen Rundumblick auf den Film Banditen von Korsika aus dem Jahr 1953 mit einer Spielzeit von 82 Minuten. Ja, und ist dem Genre des Abenteuerfilms zuzuordnen. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, die korsischen Brüder des Schriftstellers Alexandre Dumas, den die meisten wahrscheinlich für seinen Roman Die Vier Musketiere oder für irgendwelche Verfilmungen des Stoffs wahrscheinlich kennen. Die korsischen Brüder wurde bereits verfilmt 1941 mit Douglas Fairbanks Jr. in der Hauptrolle. Und Banditen von Korsika ist jetzt ein Sequel zu Die korsischen Brüder, spielt einige Zeit, eine unbestimmte Zeit später, weil der Film legt sich ja nicht direkt fest nach der Handlung des anderen Films. Korsika steht hier unter der tyrannischen Herrschaft jetzt von Baron Iunato und es gibt einen gewissen Widerstand von Guerillakämpfern unter der Führung des adligen Mario Franchi, ja, die den Baron Iunato eben entmachten wollen. Aber als der Leibarzt von Mario in einem Zigeunerlager den für tot erklärten und vermissten Bruder Lucien von Mario wiederfinden, ändert sich die Situation. Lucien wurde mit Amnesie von den Zigeunern gefunden, ja, und aufgepäppelt und der führt hier ein komplett neues Leben als Carlos der Messerwerfer. Und er ahnt aber nichts davon, dass er der Bruder von Mario ist, das ist ein siamesischer Zwilling und ja, da hat er keine Ahnung davon. Und, aber er hat immer noch eine gewisse Verbindung zu Mario in Form von Visionen und er fühlt das, was Mario fühlt, ebenfalls. Das ist ein bisschen so eine Art Fantasy-Inhalt, den der Film mit sich führt. Es ist aber nur One Way, nur in eine Richtung, nur von Lucien zu Mario. Naja, und nachdem er eben Mario bereits im Verdacht hat, dass er vielleicht der Anführer des Widerstands sein könnte, nutzt man jetzt diese neu gewonnene Situation und im wahrsten Sinne des Wortes ein doppeltes Spiel zu spielen mit dem Baron Iunato. So, der Film, der sich ja eher, sagen wir mal, den Mantel- und Degenfilm oder Swashbuckler-Genre zuordnet, fühlt sich aber mehr irgendwie wie ein Western an. Ich hatte da mehr so, mir kamen dann plötzlich so Sachen in den Kopf wie Zorro, so all die Verfilmungen oder wenn man mal richtig von Klassiker reden, vielleicht The Lone Ranger. Also auf jeden Fall deutlich eher als in irgendwelche Musketier- oder Piratenfilme. Das mag hier daran liegen, dass der Regisseur Ray Nassaro Regie führte und der hat eigentlich den Hauptteil der 40er damit verbracht, irgendwelche Western zu filmen. Und naja, wenn man genau sagt, eigentlich auch die 50er, da hat er reihenweise noch Filme gemacht, unter anderem mit Rory Calhoun oder mit George Montgomery oder Sterling Hayden. Ansonsten muss man sagen, bekommt man im Film alles, was das Genre eigentlich im Prinzip hergibt, gebündelt in einem Film auf, naja, auf einen soliden B-Movie-Gerüst. Also Degenkämpfe, Verfolgungsjagden, Intrigen, Entführungen, da gibt es eine Flucht. Das wird auch im Film recht temporeich präsentiert, damit man durchaus von einer relativ kurzweiligen Unterhaltung hier sprechen kann, die sich aber irgendwie, sagen wir mal, aus dem klassischen Standardstempel nicht so recht und aus der Masse hervorkämpfen oder freikämpfen kann. Erwähnenswert finde ich hier bei dem Film noch die Kämpfe, speziell die Choreografie im Film wird oft recht holprig. Einzig der finale Showdown, der konnte dann am Ende doch noch gefallen und so hätte man das eigentlich im ganzen Film eigentlich ja irgendwie gewünscht. In der Hauptrolle ist hier Richard Green als Mario Franchi und als Lucien Franchi in einer Doppelrolle zu sehen. Green bietet definitiv eine ordentliche Leistung hier, wie er die Doppelrolle stemmt, also die verschiedenen Formen von Charakteren, die beiden ja mit sich bringen und hat ja auch die nötige Ausstrahlung, sagen wir mal, als Hauptdarsteller eines Abenteuerfilms. Weiter will ich mich hier aus dem Fenster lehnen, aber dafür passt es. Im Prinzip dürfte er hier eigentlich schon ein bisschen üben für seine, denke mal, bekannteste Rolle als Robin Hood in der TV-Serie The Adventures of Robin Hood, die von 1955 bis 1960 immerhin auf 143 Episoden in 4 Staffeln geschafft hat. Naja, als Antagonist des Films haben wir hier noch den jungen Raymond Burr. Den dürften die meisten von euch wahrscheinlich aus der Serie Der Chef oder aus den späteren Perry Mason TV-Filmen kennen. Die liefen von Mitte der 80er bis Mitte der 90er.
wo er eben die Figur des Perry Mason verkörperte. Burr für mich ist hier auch das wirklich große Highlight im Film. Mit seinem charismatischen und sehr lebendigen Spiel kann er ja die Figur des Baron Ionato aus der Masse des Casts deutlich hervorspielen und hervorheben. Zum Glück bekommt er auch relativ viel Screentime und also hätte man schon irgendwie so geahnt, welche Stärke man hier hat und hat die auch genutzt. Er verkommt ja definitiv nicht zu irgendeinem 0815-Schurken im Film. Und zur Seite von Burr kann man dann noch in einer Nebenrolle den sehr jungen Lee Van Cleef sehen. Ja, der spielt ja den Neffen und die rechte Hand von Baron Yunato. Und es ist eine recht unspektakuläre Rolle und die hat auch wenig Dialogzeilen im Film. Aber er hat eine gewisse Präsenz, die man ihn auch schon hier nicht absprechen kann. Und ich denke mal, das ist, zumindest kann man es wahrnehmen, das ist ganz nett zu sehen. In der weiblichen Hauptrolle haben wir hier Paula Raymond. Die kennt man jetzt zum Beispiel aus Filmen wie Fluch des Blutes mit Robert Taylor oder vielleicht aus Der Talisman mit Rex Harrison. Eigentlich aber eine Darstellerin, die so circa ab Mitte der 50er mehr ins TV-Segment übergewechselt ist und da auch deutlich mehr Nebenrollen und Gastauftritte hat in verschiedensten Serien. Solide Leistung, würde ich jetzt mal im Film sagen, als Damsel in Distress kennt man irgendwo. Das Einzige ist, sie hat eigentlich im Film keinen entscheidenden Handlungsbogen. Also daher ist sie ein bisschen vernachlässigbar. Im Vergleich dazu gefiel mir dann die Rolle, die wesentlich kleinere Rolle von Donna Drake als Zigeunerin, dann doch irgendwie, sie war irgendwie, ja, bisschen nachhaltiger in Erinnerung geblieben, nachdem ich den Film gesehen habe. Und Drake war hier noch in Filmen wie Der vierte Mann oder auch Der Stachel des Bösen zu sehen, aber auch eher eine Dame aus der hinteren Reihe der Nebendarsteller. Ja, da sind wir eigentlich dann auch schon beim unterm Strich und dem Fazit, weil hier können wir jetzt eigentlich zusammenfassen, wesentlich mehr gibt es über den Film eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Die Dumas-Vorlage oder den Fairbanks-Film kannte ich nicht, muss ich gestehen. Bin also ganz arglos jetzt auf den Film losgegangen und ich würde jetzt mal voraussetzen hier, es ist kein Vorwissen vonnöten, um den Film anzusehen. Der Film steht ganz gut für sich alleine da, er erklärt alles, was man wissen muss. Ich wüsste nicht, was jetzt hier, außer die wirkliche Beziehung der Brüder, großartig sich auf den vorherigen Film beziehen könnte. Aber Banditen von Korsika ist ein ziemlicher Standard-B-Movie, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Haus United Artists, der sich eben als Mantel- und Degenfilm verkauft, anfühlt eher wie ein Western. Ansonsten bekommt man eine recht solide, wenn auch nicht hervorstechende Leistung, sowohl von den Darstellern, aber auch in Bereichen wie Drehbuch, Story, Bilder, Sets, Kulissen, Requisiten, sucht es euch aus. Es ist alles genau auf diesem Niveau. Daher gesehen eigentlich eine klassische 5 von 10 Bewertung, ziemlich durchschnittlicher Film. Durch die gehobene Leistung von Raymond Burr als Antagonist hier gebe ich aber so einen kleinen Bonus mit drauf und ende dann am Ende vom Ende, ja, bei 5,5 von 10 möglichen Punkten bei dem Film. Und ja, unser Lieblingsrubrik am Ende nochmal für die Verfügbarkeit im Streaming-Bereich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in dem ich das Video aufnehme, können wir das gleich mal vergessen. Streaming-Bereich gar nichts. Der Film ist in Deutsch auch sehr schwer zu bekommen. Ich habe ihn jetzt nicht gefunden momentan. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, entweder auf die englische DVD oder auf den Spanien-Import, zumindest dann auch mit englischer Sprachspur zurückzugreifen. Hier kann man auch schon zugreifen für unter 10 Euro. Gut, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Schaut euch doch mal wieder einen netten Mantel- und Degenfilm an. Der Winter steht ja an, da gibt es ja, wahrscheinlich gucken die meisten von euch da ein bisschen mehr. Wenn ihr ein Großprojekt anlegen wollt, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit mit Robin Hood, Richard Green, 143 Episoden, da seid ihr eine gute Zeit beschäftigt. Aber egal, was ihr euch anschaut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.